Das Spitzenspiel der sechsten Runde der Oberliga findet am Sonntag um 15.30 Uhr in den Bozner Talverwiesen statt, wo die beiden Tabellenführer Virtus Bozner und St. Georgen aufeinandertreffen. Die Mannschaft von Alfredo Sebastiani hat nach dem 3:0 Auswärtserfolg gegen Calcio Chiese in der Tabelle zu den Jürgener aufgeschlossen. Die Pusterer spielten zu Hause gegen St. Martin nur 1:1 unentschieden und mussten ihre beiden ersten Punkte abgeben. Schlimmer ist aber noch, dass sie für den Rest der Saison ohne ihren Spielmacher Martin Ritsch auskommen müsse, der sich bei dieser Aktion das Kreuzband gerissen hat. Nicht nur bei St. Georgen, auch bei den Gästen aus St. Martin saß der Schock tief. An der Stelle möchte ich noch auf meiner Seite und auch vom ganzen St. Martin Fußballteam Ritsch Martin alles Gute wünschen. Wir hoffen, dass wir uns bald mal wieder auf dem Fußballplatz sehen. Mach's gut. Spannung verspricht auch das zweite Südtiroler Derby in Meran zwischen Obermais und St. Pauls. Da trifft der Obermaiser Trainer Martin Klotzer auf seinen Ex-Club. Aufsteiger St. Pauls ist ja die Überraschungsmannschaft der Liga, liegt nach dem 4:2 Erfolg im Ural-Derby gegen Tramin an dritter Stelle und will nun auch in Obermais punkten. Du, ich hoffe, wir holen 3 Punkte heim und mal schauen, wie es geht, geht's. Das dritte Südtiroler Derby bestreiten St. Martin und Brixner und hier sind wohl die Pseirer nach der 2:6 Heimschlappe der Brixner gegen Lavis klare Favoriten. Auch Tramin und Arntal haben gegen Calcio Chiese und Arco Heimrecht, während der Bozner FC und Naturns auswärts antreten müssen, und zwar in Comano und in Lavis. Ein Blick auf die Tabelle nach 5 Runden ist führend St. Georgen und Virtus Bozner mit 13 Zählern, 3 Punkte vor St. Pauls und bereits 5 Zähler vor Anaune und Tramin. Ganz unten in der Rangliste auf Rang 12 Obermais und Naturns, beide haben 5 Punkte, dahinter folgt Calcio Chiese, Brixen, Arco und Arntal. Diese beiden Mannschaften haben erst 2 Zähler.